Yeah, baby! Hier sind wir wieder. Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde 7 Days to Die im Voucher und mit unserem Nameless. Ihr seht, ich bin fleißig hier am Board und am Schaffen. Bis jetzt habe ich die Heatmap aber noch nicht erzündet. Ich mache aber auch noch nicht so lange. Ich sammle halt auf jeden Fall jetzt ein bisschen von dem Material hier ein. Werde mich gleich ein bisschen weiter runterbohren noch. Ihr seht, ich habe tatsächlich nicht nur Ölschiefer, sondern auch hier Lehm und Sand für unseren Mischer daheim. Und ich habe mir nochmal Gedanken gemacht, Leute, lasst uns doch jetzt, wenn wir schon mal hier sind, das Thema erledigen. Wir geben jetzt die vierte Quest gleich ab, dann sind es noch drei. Dann haben wir nochmal die Chance auf eine Belohnung beim Wechsel von 3 auf 4. Vielleicht haben wir das Motorrad und dann können wir daheim Gas geben. Dann ziehen wir die Vorfreude noch ein kleines bisschen raus. Ich würde sagen, bis da vorne der Händler aufmacht, hopfe ich nochmal hier rein und baue noch weiter ab. Und wir sehen uns dann gleich, wenn wir uns aufs Bike schwingen. Mich wundert, dass ich keine Schreierin geweckt habe. Ich habe durchgebohrt. Okay, aber hier ist noch saumäßig Zeugs drin, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir räumen jetzt mal unsere Errungenschaften darüber. Das können wir gleich verkaufen. Das können wir scrappen. Dann machen wir einmal den und ab dafür. Wo bist du? Ich habe mir gerade überlegt, dass du die Herrscherin über meine Reparaturkits wirst, ne? So, dafür gibst du mir die Sachen mal raus. Ey, hier ist voll ruhig heute. Was ist da los? Ja, komm, lass uns das durchziehen. Das sind jetzt noch 3 Missionen. 2 schaffen wir jetzt locker und easy. Dann hole ich nochmal ein bisschen Ölschiefer ran. Vielleicht nehme ich hier auch noch gleich ein bisschen Eisen mit, weißt du? Weil hier sind 2, 3 Spots, die ziemlich schön an der Straße liegen. Und dann haben wir da einen Haken dran. Und dann können wir die erste 4er im Schneegebiet angehen oder so. Haben wir eine schöne Loot Stage. Nicht die höchste, aber auch bei weitem nicht mehr die niedrigste dann. Sehr schön. Ich liebe das Spawn. Das Einzige ist, du vergisst irgendwann, dass es Schreierinnen gibt. Und dann bist du so vertieft, weil es auch so laut ist, ne? So, passe sie auf. Herr Nameless. Einmal kurz hier reinglinst. Einmal kurz Ihmchen gemacht. Die da gehen wir natürlich nicht mehr her. Die auch nicht. Das kann doch hier bleiben. Und jetzt nehmen wir... Die da habe ich eigentlich auch schon verbaut. Und die will ich eigentlich auch nicht wirklich hergeben. So, komm, wir gehen ab. Ich bin mal gespannt. Wir kriegen ja auch noch eine Belohnung. Schubdubidubabdu. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir wollen heute ein Motorrad als Belohnung. Vielleicht haben wir Glück. So, Diggerle, ich habe den jetzt genommen. Der gibt Geld. Das wäre die Geschichte. Alter, 3 Nachtmissionen. Würde ich sagen, machen wir die hier. Und dann logge ich nochmal außen ein. Jetzt habe ich mir natürlich nicht gemerkt, welche wir schon hatten. Aber wenn wir jetzt an eine kommen sollten, die wir schon gemacht haben, würde ich, wenn wir jetzt eine Mission machen, die wir erst gehabt haben, die Tage, würde ich tatsächlich mich durchpullen, ohne dass ich Schränke loot und so. Wichtig ist, dass wir die Dreier jetzt schaffen. Und dann hängt er wieder beim ersten Schränkle und holt sich irgendwelchen Scheiß raus. Drohne, willst du mich überholen? Was ist denn da los, Diggerle? Komm, fahr rechts rum. Und vorbei. Und never. Ja, guckt euch an. Das wartet auch noch auf uns hier. So eine große Baustelle. Moin, gell? Nee, oder? Ist es die, die wir gestern gemacht haben? Was machst du denn hier drin, Nimmis? Nimmi? Mr. Nameless, my friend. Ich glaube, das ist das Gelände hier, gell? Ja, es gibt halt offensichtlich, aber... Ah, nee, das ist was anderes. Den kennen wir, glaube ich, auch schon. Weißt du was, wir machen da jetzt einfach nicht lang rum. Nee, die haben wir noch nicht gemacht. Und wenn dann auch nur ein Zombie kommt... Ich bin übrigens am Überlegen, ich habe ja schon ein bisschen durchleuchten lassen jetzt, dass der Lüfter des Todes nicht ganz das wird, was ich gehofft habe. Was mich aber immer noch nicht loslässt, ist die Idee von einer Hortefalle, die in die Tiefe geht. Weißt du, so wie letztens, als wir das daheim die Mine angelegt haben, da hatte ich ja... Von unten nach oben geschossen, die Zombies. Und da muss ich sagen, da hätte ich Bock drauf, da mal was draus zu machen. Ich habe auch schon eine Idee. Aber würde ich dann am Kiosk integrieren, ne? So.
Okay, keine Säure. Das haben wir soweit durch. Gehen wir wieder auf die Knüppel. Vielleicht schaffen wir die ja nur mit dem Knüppel. Hier geht's dann nach oben. Ist gut. Hockt da jemand auf dem Abort? Okay. Ja, das war's. Geht's hoch. Auf geht's. Here we are. Den habe ich jetzt gespürt, weißt du? Oh, das ist schlecht. Lebles. Lebles, du hast aber ein sehr, sehr gutes Gespür. Hier geht's dann raus. Da war zumindest das Licht. Ach ja, wir gehen nicht viel looten. Nee, nee, wir doch nicht. Wer sind wir denn, dass wir viel looten würden? Ich kann natürlich nachher, wenn wir hier abhauen, nicht alles mitnehmen. War mir jetzt nicht sicher. Du hast gerade mich nochmal zuckend bewegt, mein Freund. Das Holzfällerhemd. Schade. Schade, schade, schade. Hier gehen wir gleich, ne? Dann gucken wir. Oder wollen wir hier hoch? Was heißt wollen, ne? Ey, cool, jetzt haben wir auch schon den ersten Ölschiefer. Da würde ich aber gerne noch einmal rein in dieses Ding, dass wir wenigstens mal so Stackler haben. Was ist denn? My senses have picked up something. Was ist ein Stack? 6000, gell? Ist der drin, Drohne? Ich sehe ihn aber noch nicht. Mäusle. Komm, wir gehen hier, wo er sagt, dass wir gehen sollen. Ich nehme an, das Licht ist hier nicht umsonst, ne? Servus. Auch dich habe ich gespürt, mein Freund. Guck mal, da hängt eine Scheißhäusle, das habe ich noch gar nicht gesehen. Hier sind ganz viele Scheißhäuser an WC. Und jetzt laufen sie auf einmal los. Die hat gelbe Augen gehabt, der Muster, ne? Halbi? Nee. Der Kabo. Drohne, heute sind wir irgendwie gechillt drauf, oder? Elektrische Teile zu kriegen ist immer gut. Weil ich die ja ständig irgendwo hinlege, wo ich sie dann immer wieder finde. Ich hoffe halt immer auf eine Pistole, die man mal für gut Geld verkaufen kann. Zement und Cobblestone könnten wir eigentlich aber auch mitnehmen, wenn wir schon hier sind. Und Zeit haben wir auch noch locker. Zur Not machen wir morgen, bevor wir heimfahren, geschwind die letzte Dreier, weißt du? Okay, so langsam, aber sicher kommt doch was zusammen, was die Säure angeht. Sind wir bei weitem nicht mehr so schwächlich aufgestellt wie am Anfang. Komm, ich nehme es mit. Ich brauch's ja doch ständig. Ja, die Villa. Ich spür schon. Oben werden auch noch Klimaanlagen und so, aber... Cool. Da habe ich jetzt nicht den Oberbedarf. Der Erdbohrer ist für mich das schönste Tool im ganzen Spiel. Ich liebe den. Auch wenn er sehr laut ist. Schöne Lagerfläche. Also nicht schön vom Style, aber von dem, was man so findet. Hier ist auch nochmal. Du hast immer Bad Feeling, Spatzel. Du bist so ein ganz kleines bisschen Emo, gell? Aber vielleicht liebe ich dich genau deswegen, mein Spatz. So. Wo bist du denn, Frau Bad Feeling? Spatzel. Let's go. Ein bisschen Blei darf sein. Schalalali. Schön lootet habe ich das Räumle, oder? Passiert jetzt auch nicht so oft. Da hinten ist nochmal ein Sack. Hätte das sein können, man weiß es nie. So. Die Zwischendecke lädt ja eigentlich ein, da mal reinzuschauen. Schön, obwohl, ne, da geht es aufs Dach schon fast hoch. Ich frame mich trotzdem mal kurz hoch. Ich habe unheimlich viele Frames, gell?
Es kommt noch vom Bau. Da hat es noch Rohre. Da oben scheint es einen Geheimgang zu geben. Warte mal, geschwind. Hier so. Ist natürlich die Frage, ob wir den unbedingt brauchen. Musst du kurz aufmachen, Digga. Weil die haben schon eine Händler dafür. Geil. Guck mal, hier ist auch Licht, ne? Und ein Rucksack. Du weißt es nie, du weißt es nie. Also hier ist auf jeden Fall von denen angedacht, dass man hoch kann. Drüben steht eine. My senses have picked up something. Meine Art. Ui, gerade beim Hopfen erwischt der Große. Aber wir müssten da rein vielleicht, ne? Der hier bricht, ne? Ja. Ist es nur ein Geheimraum oder geht es hier tatsächlich weiter? Das kann auch was dann nehmen, das. Im Schwung nochmal das Ding neu ansetzen. Ach, hier ist Treppenhaus. Boah, das schickt mich ganz schön, das Gebäude schon wieder. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo ich bin und wo ich hin muss. Ich loot einfach, oder? Oh, Nameless. Trönle, konnte ich dich eigentlich färben? It is a pleasure to serve. Scheiße. Ich habe ein ganz anderes Pleasure-Problem. Mach das mal weg, das brauchen wir auch nicht. Mach das mal weg, mach das mal weg. Das brauchen wir auch nicht, mach das mal weg. Das brauchen wir jetzt auch nicht. Ihr wisst, was ich jetzt probieren will, ob ich die Drohne färben kann, ne? So viel Zeit muss sein, Leute. Was? Weg damit. Schwupp. Jo, dann verzichte ich halt heute auf meine Pflanzen. So. Zack. Where are we going? Jo, es geht, oder was? Mäusle, guck mal. Unglaublich. Ich bin gespannt, ob das auch schon wirklich Auswirkungen hat. Der Teddybär ist jetzt... It is good to be online. Kann es sein, dass der Teddybär jetzt eine andere Farbe hat, oder täusche ich mich? Kenne mal eure Meinungen, ich kann es gerade nicht wirklich hundertprozentig sagen. Auf jeden Fall konnte ich die Farbe reinmachen, ne? So, pass auf, Mausi. Auf jeden Fall bist du die Frau mit den Verbänden, mit den Kopfschmerztabletten und mit diesen Geschichten hier. Aber ich vertraue dir zwar, guck mal, wie viele Verbände ich da auf einmal habe, ne? Ich glaube, dass die als ihre eigene Farmrunde macht, wenn ich nicht da bin. So, das kriegst du. Da haben wir gesagt, passt du drauf auf. Geld habe ich dir jetzt mal rüber. Den Job, was war denn das für einer? Handeln, das sollte ich euch mal beim Händler. Dann kriegst du das hier noch und mein Kaffee, ja? Doch, ich glaube, der Teddybär, Leute, hat eine andere Farbe, oder? So, okay. Ich bin eh schon durcheinander. Jetzt pass auf, wir gehen zum Weiter. Jetzt sind wir hier, hier und hier. Da können wir reinlinsen. Und hier. Ja, wir wollten schon noch eine heute machen, ne? Ne, ne, ne. Selbst wenn hier das Licht ist. Selbst wenn hier das Licht ist. Ich nehme einfach mal an, entweder die Treppen hoch oder wir gehen drüben noch entlang übers Dach wieder, weißt du? Guck mal, da hinten ist nämlich auch noch... Wo dachte der, dass ich da hochkomme? Man wäre wahrscheinlich eh hier hochgekommen irgendwie, ne? Hier war die Tussi. So, zeig dich mal im Tageslicht. Ja, der Teddybär hat, glaube ich, eine andere Farbe, aber könnte mich auch täuschen. Wie sieht's denn aus, Nebles? Die haben ja schon die Boots. Also wir können hier runter oder durchs Loch. Ich würde sagen, wir machen den Norris. Bam!
I've got a bad feeling about this. Oh ja, irgendwo ist der, aber keine Ahnung wo. Der war gut, der Loot. Bin ich noch im Gebäude? Aber ich muss ja eh säubern. Pass mal auf, wir hören jetzt mal auf zu looten, weil ich bin ja sonst gleich wieder am Endloot dann überfordert. Irgendwie habe ich schön ausgeräumt, gell? Kaffee würde ich schon gern mitnehmen immer. Könnte man demnächst auch mal abkochen, dann ist es auch erledigt. Stopp. Okay. Ich habe keine Ahnung. Irgendwo. Hier. Da vorne will einer durch, den wir brauchen. Aber wir sind noch nicht fertig, ne? Ich bin irgendwie, glaube ich. Master, we are not alone. Jo, Baby. Die sind nicht übermäßig. Brauche ich jetzt einen Haufen zum Abschrauben. Über uns ist noch einer. Komme ich da wieder hoch? Jo. Hier, Automat. Oh, schön. Also. Gib mir mal ein bisschen Geld, Mäusler. Gib aber nicht alles auf einmal aus. Dankeschön. Hast du mir was mitgebracht? Ich muss gucken. Kurz die wegmachen. Den haben wir vorhin schon übersehen, gell? Ja. So, pass mal auf. Dann gehen wir jetzt zum Endloot durch. Ich will nur mal kurz was schauen. Hier hat er uns ja reingeschickt. Weil regulär wäre ja dann der Aufgang. Hätte er dann gesagt, ich muss hier lang? Nicht wirklich, ne? Also muss ich doch wieder da hoch. Und da hat ja der eine vorhin geklopft. Den müssen wir noch machen, sonst haben wir nicht gesäubert. Noch weiter oben. Dann wären wir hier durchs Lager. I've got a bad feeling about this. Ja, aber den brauchen wir doch, Spatzel. Sieht es nur für mich so aus, als hätten wir es gleich, oder? Ne, das mache ich nicht. Die gehen ja bestimmt dann da rein, wenn ich mich gut hinstelle, oder? Hier sitzt einer, den Homer. Hab ich mal gedacht. Oh, hab ich sie echt erwischt mit dem Move? Nameless, so Dinger hast du noch nie gemacht. Ja, Quest ist erledigt und der Hauptloot steht vor uns. Yeah, baby! Der Herr der Wüste! Oder hinten sind die Wastelands, ich bin wieder ruhig. Also, ein bisschen Munition und so weiter. Jetzt pass auf, jetzt pass auf. Den esse ich schon mal. Die nehme ich natürlich mit, die Geschosse. Zack. Zack. Und ab geht's. Jo, ist das herrlich. Komm, dann machen wir gleich noch eine. Vielleicht, ich logge aber außen ein wahrscheinlich, ne? Die hat mir stylisch immer recht gut gefallen hier. Lass mal gucken. Ist die zufällig besser als meine? Was macht denn die Blockschaden? 96? Meine macht 71. Nahkampfschaden brauche ich ja nicht. Blockschaden 96. Leute, da ist die ja tatsächlich besser. Das ist die Stahlaxt. Oh.
freue ich mich jetzt aber. Die hat mir nämlich immer besser gefallen. Guck mal. War da noch was drin? Die ist halt ziemlich geil. War da noch was drin? Kannst du essen. So, jetzt müssen wir aber erstmal unser Zeugs. Ich verkaufe, glaube ich, auch ein bisschen was, oder? Ich kann eh nicht alles mit heimnehmen. Und die Sachen, die wir tausendmal daheim haben. Ja, jetzt kommt aber erstmal was immer kommt bei uns. Also jetzt gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir kriegen nochmal eine Grabungsquest. Oder wir kriegen eine, wo ich nichts säubern muss. Wow, ist da viel Zeugs drin. Das hier sind Eisenstiefel und die sind offensichtlich besser als meine, ne? Dann gucken wir uns das gleich an. Die Muni, das ist wieder was für die Drohne. Dann würde ich sagen, Scrabbly Map, fup. Was bringen die Boots? 65, die würde ich dann schon verkaufen für 65. Oh, ja, ist alles, was ich jetzt hier drin habe, will ich eigentlich so behalten gern. So, dann machen wir ihr Crab. Ne, den können wir lernen. Da ist das auch erledigt. So, Leute. So, machen wir das jetzt. Jetzt gehen wir erstmal kurz zum Handy. Oh, guck mal, hier kann ich abkürzen. Ist auf einmal nochmal Zeugs drin hier. Die bringt auch 155. Und die Griffmod. War da? Das war nur ein Platz. Ne, dann machen wir es so. Braucht das jetzt auch nicht unbedingt. Södele. Incoming enemies, prepare for conflict. Pass auf, ich will, dass du auf dem Zaun landest, nämlich. Und dann... Okay, schade, es hat nicht geklappt. Wo ist denn das Mobbit? Da hinten. Jo, komm. Entweder eine Grabungsquest oder eine schnell rein, schnell raus Mission. Dann hätten wir zwei und dann können wir morgen, bevor wir heimfahren, die dritte machen und dann ist erledigt. Schön, gemütlich, entspannt. Ich bin total happy. Da steht ein Militärfahrzeug. Ah, ich freue mich auf Chopros Baustelle. Das war, glaube ich, eine Fünfer, gell? Chopros Baustelle. Oder war es eine geile Vierer? Das weiß ich nicht mehr hundertprozentig. Aber rein vom Umfang her war es eine Weile unterwegs. Gab viele Tücken mit dem Hüpfen und so. Und es war ja eigentlich von der Grundfläche ein POI mit Hochhauscharakter, ne? Bürgermeister. Ich sammle EP, aber ich muss jetzt hier Ekel anhalten. Der wäre dann eh rumgedreht. So, einmal ganz kurz in die Kiste. Wupp. Und dann mal hier kurz reingeschaut. Wupp. Rest gehen wir erstmal rein. Hallöchen, Popöchen. Dem Nameless, dem geht's gut. Denn er geht seinem Bauchgefühl nach. So, mein Freund. 644 bei Schadensvermeidung minus Wasser. Ah, ich bin nicht so auf die Buff-Foods hier drin. So, erstmal ganz kurz. Das kannst du haben. Da wollte ich auch noch kurz gucken. Die hier waren es, gell? Rüstungswert, schwere Rüstung 13,9. 10,7, naja, die ist schon besser. Verändern. Man sieht es ja auch an den grün geschriebenen Zahlen, aber ich gucke als gerne nochmal die Einzelwerte an. Verändern. Zack, zack. Perfekt. Und es gibt noch bessere. Das sind jetzt nur die Eisenstiefel. Von Alteisen auf Eisen, auf Stahl müsste man irgendwann. So, Dingerle hier, das kannst du haben. Öl kriegst du von mir keins. Das hier macht einen 82, 86. Und das ist insofern, glaube ich, besser. Bis auf unten, aber das unten stört mich nicht. Was ist das hier? Das Jagdgewehr 4er würde ich mal mitnehmen, weiß ich nicht sicher. Den kann er noch haben. Die kann er haben. Rest behalte ich jetzt erstmal, bis auf ihmchen. Haben wir unsere Kohle wieder drin, wo ich vorhin ausgegeben habe. Tag 49. Spear-Rezept hat er. Huch! Nachtpirscher. Nachts, wenn das Adrenalin durch den Adern rauscht, fühlst du die...
Nachts nie überlastet, Leute. Eins der geilsten Nachtbücher, wie ich immer fand, auch wenn wir jetzt mittlerweile schon durch sind. Ich nehme es trotzdem. Jetzt habe ich es gekauft, wegen meiner Sammlung, weißt du. Der große Kuh, Edelsteine. Nicht einmal ungewöhnlichsten Verschiebungen. Schmuck. Finde beim Plündern 10% mehr Schmuck und wertvolle Edelsteine. Haben wir schon. Okay. Ich gucke jetzt ganz speziell hier nur nach Büchern gerade, weil ich will nichts sehen, was ich da nicht mehr leisten kann. Abholen, säubern. Ich mache jetzt mal hier kurz außen einloggen und dann gucken wir mal, ob wir noch was Schönes finden heute. Ja, bis gleich. Ich habe eine Abholquest, Leute. Die nehmen wir uns noch an. Den haben wir, glaube ich, schon gemacht, aber das spielt keine Rolle. Hin, rein, das Zeug abholen. Wenn wir uns gleich gut orientieren, würde ich sagen, schnappen wir uns noch den Endloot. Und dann haben wir morgen zu Beginn der Folge die letzte Dreier. Dann kriegen wir hier auch die Belohnung. Finde ich ziemlich cool. Freue ich mich drauf. Was ich aber kurz gucken wollte, einmal hier das Buch, dann das Bierrezept. Da war das Geräusch für die Siebener. Da war das Geräusch für die Siebener, richtig? Irgendeins haben wir jetzt mit 7. 4, 6, 5. 3, hier. Wir haben das komplette Nachtpirscher-Dings. Was kriegst du denn dann? Schleichangriffe mit Messern verursachen nachts 200% mehr Schaden. Ey, wir haben schon einiges. Guck mal. Hoffentlich kriegen wir das in der Staffel einmal voll. Das habe ich noch nie voll gehabt. So, Dröhnchen. Komm mal kurz her. Die Zeit nehme ich mal jetzt noch. Machen wir hinten raus ein bisschen länger. Fertig. Das ist so. Öl bleibt hier. Essen nehme ich mit. Kaffee bleibt hier. Das bleibt hier. Das tue ich mal rüber. Mein Messer gebe ich natürlich nicht her. Alt, die kann man gleich nehmen. Das kriegt die Drohne, wenn sie noch Platz hat. Das bleibt hier. Das bleibt hier. Das auch. Und dann wollte ich kurz gucken. Die Reparaturkits hatte ich im Moped. Nee. Nee, nee, nee. Ich habe sie dir gegeben. Nee, die hat kein lilanes Gesicht, wie ich vorhin gedacht habe. Hier ist sie wieder ganz normal braun. Oder? Ich täusche mich auch. Jetzt pass auf. Einmal ihmchen kurz durchreparieren. Und einmal kurz reingeschaut, okay. Dann würde ich ihmchen einmal reparieren. Da habe ich die Griffmod schon drin. Hier habe ich nur einen Platz frei. Hier habe ich auch eine Griffmod drin. Nahkampfwaffenwerkzeuge. Hier kann ich sie reinmachen, oder? Ne, Nahkampfwaffen. Gerade lese ich es noch vorher. Ja gut, aber da habe ich jetzt schon keinen Platz mehr. Und hier habe ich sie schon drin. Hier habe ich die drin, nur einen Platz. Und hier habe ich auch schon eine drin. Und hier habe ich auch schon eine drin. Gut. Dann schmeiße ich sie rüber. Das bleibt auch hier. So, Leute, dann gehen wir. Puh. Ist ja gleich da vorne. Ich glaube, die haben wir auch schon gemacht. Also dann tut es nicht weh, wenn man da jetzt eine schnelle... So, und dann sind wir da bis um 12.01 spätestens auch raus. Und dann morgen ganz gemütlich zelebrieren wir, dass wir die T4 freischalten in Wüste und im Schnee. Würde allerdings dann die ersten T4 direkt im Schnee machen, weil die Loot Stage da auch nochmal einfach einen Ticken höher ist, ne? Nee, oder? Ist genau nebendran. Ja, aber das haben wir doch. Mach, gell? So, Drohne, komm. Machen wir das kurz klar. I've got a bad feeling about this. Mit dir habe ich ja nicht gerechnet, Bursche. Gucke ich jetzt nicht rein. Jetzt hätte ich. Da guckt man natürlich rein, weil hier die Sachen, die kann man ja immer irgendwie gebrauchen. Wir sind auf der Ebene, auf der die Tasche auch ist. Da komm ich von einem ins andere, gell? Meitle. Hier brauche ich eigentlich nichts. Hier ist zu. Müssen wir da von oben durch wahrscheinlich, ne? Auf jeden Fall liegen die Taschen, die wir brauchen, unten.
Ja, da ist doch auch das Buch egal. Oh, warte. Luther, das einzige Fastfood heutzutage kommt aus Dosen. Mit diesem Tipp wirst du noch ein bisschen mehr davon auftreiben können. Finde mehr Nahrung in Beute. Sehr gut. Aber der 7er Chinger war nicht da. Der 7er Chinger war nicht da. Okay, weiter. Wo bist denn du jetzt rausgefallen? Da oben ist er durchgestummt. Ja, weil man ja eigentlich damit rechnet, dass hinter dem Schrank was gewesen wäre. Hallo? Okay, hier ist nichts. Hallo? Scheiße, ein Safe. Ah, wieso muss da jetzt ein Safe sein? Aber hey, mittlerweile die 2500 brauche ich fast keinen Schnitt mehr machen, oder? Guck mal. Oder? Die machen wir in Zukunft zusammen. Dann habt ihr auch was davon. Alter. Jetzt hat das aber wirklich auf dem letzten Stumpf. Okay. Magazingröße 6. 103 Schuss die Minute. 100 Schuss die Minute. Minimal besser. Ich gucke die Waffen unheimlich gerne an. Du weißt ja, dann lerne ich auch ein bisschen was über die Werte. Pass auf, ich würde sagen, hiermit getauscht. Die dunkle ist unsere, ne? Fupp. Fupp. Und fupp. Alles klar, ne? Weiter geht's. Ich muss aber nochmal runter. Das lässt jetzt da. Der will jetzt aber nicht, dass ich in die Baustelle da einsteige, oder? Hier geht's runter, Leute. Das nenne ich jetzt mal fantastisch. Schönes Päckchen, brauchbar. Warum genau denkt er, dass ich mich hier wohlfühle? Hier ist das Buch egal. Nö, nö. Vielleicht später, um besser runterzukommen. Wir müssen tatsächlich darüber. Das ist ja crazy. Master, we are not alone. Das ist ja krass. Was hast du da hinten gemacht? Einer gezogen? Danke. Ja, ich wollte eigentlich nur die Vorräte holen und zum Endloot, ne? Komm, wir laufen mal dem Licht jetzt zügig nach. Ich dachte, ich fliege vielleicht hier runter. Naja, die kannst du behalten. Kaffee nehmen wir natürlich mit, wenn man sehen. Das ist ja geil, oder? Das ist ja irgendwie geil. Die wissen schon, wo sie sich verstecken, die Jungs. Kommen sie schon nirgends rein. Wo boldert's? Was genau? Okay, das war dem sehr Stöfchen. Hier sind die Loot-Vorräte. Wir sind durch, ne? Das heißt, jetzt kann ich den Hauptloot suchen gehen. My senses have picked up something. Ich wollte gerade sagen, wo bin ich denn? Alles gut. Boah. Ich markiere es nur mal. Ja? Ich weiß aber noch nicht, ob wir es holen. Ich habe es nur mal markiert für uns. So, komm her, Nebles, jetzt den Hauptloot noch. Dann sind wir mal zufrieden und glücklich und machen wir morgen einen Haken dran. Ja, brüll du nur.
Bei der Drohne denke ich manchmal, kommt einer. Naja, der ist ja wurscht. Ist das Mini-Joe Bros, oder? Das ist Mini-Joe Bros. Welcher ist denn das, der so Geräusch macht? Hä? Bin ich auf dir drauf gestanden? Ich glaube, ich bin auf dem drauf gestanden. Ja, hier sind auf jeden Fall die Zombies so verteilt, dass man es eigentlich interessanterweise locker schafft, aber sind auch nur die Dreier, ne? Parkour ist geil. Der Parkour hier ist wieder richtig gut. Incoming enemies, prepare for conflict. Jump-and-Run-Part. Sind ein bisschen wenig, gell? Also es könnten ruhig zwei mehr sein, dann wäre es genau die richtige Ding. Auf einmal ist es hier doch das Baustellen-Ding. Und jetzt? Jetzt soll er hier außen rum oder was? Ja, wahrscheinlich. Können wir gucken, ob das klappt. Ey, klar endet das am Kran, ne? Scheiße. Einfach die Geräusche gerade. Nachts wäre das jetzt nicht so glimpflich ausgegangen. Und den Loot schaffen wir auch noch heute, siehst du? Ja, okay, die kann ich nicht wirklich gebrauchen mehr. Drönsche, Drönsche. Spatzel, Spatzunga. Guck mal hier, schön, dann gibt's Verband. Siehst du, ich kümmere mich um dich. Okay. Ey, wir haben voll wenig Munition gefunden die letzte Zeit. Ich muss echt ein bisschen Muni bauen, hätte ich nicht gedacht. Bis jetzt war es immer aufregend viel Munition, die man gekriegt hat, gell? Weil ich letztens auch wieder irgendwo einen Stack weggeschmissen habe, glaube ich. Wenn du Bier trinkst, wird deine Sicht nicht länger unscharf. Ja, da habe ich mich damals schon drauf gefreut, auf das Buch. Vorne klimmt ein Feuerle im Dach. Ja, die hätte man nicht gebraucht. So Leute, dann haben wir jetzt praktisch morgen die ehrenvolle Aufgabe, die letzte Mission zu machen. Fahrzeuge verbrauchen weniger Brennstoff. Ja, die haben wir sogar, glaube ich, ausgerüstet. Jetzt kommt, was immer kommt. Ich schaue da gerade mal rein. Und eine riesen fette Belohnung für diese Mission. Auch schön. Ich glaube, den haben wir tatsächlich. Warte mal, ich mache das gerade mal weg. Das mache ich so. Das esse ich. Trinken kannst du auch einen Schluck. Dann hast du es auch schon erledigt. Das kannst du so. Das kannst du so. Zack, Platz. Also ein bisschen Muni für die Drohne was. Die braucht man nicht mehr. Dietrich ist 7 Stück, ist cool. Stahlhelm, Leute. Unser erstes Stahl. Unser erstes Stahldings, ne? Gut, Er ist minimal besser in der Ausrüstung. Explosionswiderstand. Hat allerdings wahrscheinlich weniger Platz, aber ich will ja auf Stahl. Ne? Ich habe ja gesagt, ich schleiche nicht in der Staffel. Mein klar, wenn ich ab und zu mal einen Schuss abgib, um zu sehen, wie geil das ist, wenn man mit zweifacher oder was weiß ich, Multiplikator. Aber ich will ja auf Stahlausrüstung. Auch wenn sie schwer und laut ist. Passt ja zu meinem Spiel momentan. Deswegen würde ich den tatsächlich jetzt aufgeben. Haltbarkeit hat aber ansonsten auch nicht wirklich bessere Werte. Ne? Sind die echt gleich hier? Ausdauer minus 0,9. Hier auch. 20% Geräusch. Hier auch. Das ist gut. Schön. Alles klar. Sehen wir uns morgen beim Händler vorne.
gehen wir gemeinsam ab, schnappen uns die nächste Mission. Im Idealfall irgendwas Zügiges, habe ich mir überlegt. Und dann schauen wir mal, was wir für eine Belohnung kriegen. Und dann... Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht runterfliege. Bleibt man noch kurz dran, besser. Und dann... Ach, guck mal hier, ne? Das ist ja... Da kann man ja direkt zum Loot hoch. Du brauchst ja bloß hier Dings hinmachen, dann kannst du direkt zum Loot irgendwie hoch, ne? Kann man sich ja mal merken. Genau, also kommt alles weitere morgen. Ich habe mir überlegt, wir machen auf jeden Fall die Mission, dann fahren wir heim. Ich würde gerne daheim den Holzkasten schon mal aufwerten auf mindestens Cobblestone und Beton, teilweise Stahlsäulen. Und bevor wir morgen nach der nächsten Mission heimfahren, holen wir uns vielleicht doch den Loot, den ich hier markiert habe. Es könnte ja sein, dass der noch im Wüstengebiet drin liegt, wir wissen es nicht. Können wir ja mal hinfahren und gucken, wie es aussieht. Wir müssen uns ja heute noch nicht entscheiden. Also, dann sehen wir uns morgen. Ich freue mich auf euch. Bis dann.